Ein Held ist gefallen, eine Legende ist geboren. So hat Radio Rebelde den Tod von Hugo Chavez verkündet. Was im ersten Moment ausgeschaut hat wie eine gewagte Schlagzeile, ist, glaube ich, schon wenige Stunden nach dem Tod des Präsidenten wahr geworden. Genossen und Genossinnen, wir müssen verstehen, dass der Mensch ein sehr verletzliches Wesen ist und schon kleine Dinge, dass unser biologisches Leben beenden können. Im Fall von Hugo Chavez war es so, ich kann mich erinnern, als er seine Krankheit verkündet hat, im Juni 2011 in Havanna, hat er gesagt, gerichtet zu den Kameras, ich habe einen strategischen Fehler gemacht in meinem Leben, und zwar, dass ich meine Gesundheit vernachlässigt habe. Es zu dem Zeitpunkt der Diagnose im Juni 2011 war es offensichtlich schon klar, dass er sehr krank ist und dass die medizinischen Behandlungen, die er seither erleiden hat müssen, weil sie nur dazu gedient haben, das Unvermeidliche hinauszuzögern. Wir müssen dabei, es ist ein kurzes Leben, das Präsident Chavez beschieden war, aber wir müssen heute auch voller Stolz sagen, dass es ein kürzeres Leben hätte sein können. Im April 2002 ist er vor einem putschistischen Erschießungskommando gestanden. Und es war nur aufgrund der Weigerung der Soldaten, ihren legitimen Präsidenten zu erschießen, dass er überhaupt noch 10 weitere, fast 11 Jahre, gelebt hat und als unbestrittener Führer der bolivarischen Revolution an der Spitze dieses einzigartigen Emanzipationsprozesses gestanden ist. Chavez wurde im April 2002 befreit durch einen Volksaufstand, und dieser Volksaufstand war wahrscheinlich das letzte große Element, was eine sehr spezielle Beziehung des Volkes der revolutionären Massen mit ihrem Präsidenten hergestellt hat. Und das widerspiegelt sich auch in den Trauerfeiern, die heute in Venezuela, in den letzten Tagen in Venezuela stattfinden. Wobei die Bezeichnung Trauerfeier eigentlich ein falscher Begriff ist. Was hier stattfindet, hat eigentlich keine Begrifflichkeit, weil zumindest in meinem bewussten Leben ich sowas noch nie erlebt habe. Ein Freund und Genosse von mir, Genosse Frank aus Santiago de Cuba, hat gesagt, man hat gewusst, dass er sterben wird, aber als die Nachricht kam, ist doch war es eine riesengroße, ein Schock und eine Leere. Und dieses Gefühl kann man wahrscheinlich nur vergleichen mit der Erfahrung unserer Eltern, als 1967 die Todesnachricht kam, dass Che Guevara in Bolivien gestorben ist. Diese Trauerfeierlichkeiten, die wir heute sehen in Venezuela, haben beinahe einen Aufstandscharakter. Es sind Hunderttausende, Millionen von Menschen auf der Straße und sie versichern sich, der Welt und der Oligarchie, dass sie das, was sie erobert haben, unter und mit der Präsidentschaft und der Führerschaft dieses Menschen, dass sie das nie wieder hergeben werden. Ich möchte einmal
ein wahlloses Zitat. In der Live-Übertragung Telesur, eine junge Frau, ich glaube, die bringt sie sehr gut auf den Punkt, die sagt, warum, dass sie hier ist, mit gebrochener Stimme, mit gebrochener und fester Stimme, volle Überzeugung, sagt sie, wir waren ausgeschlossen, als Frau, als Mutter, als Arbeiterin. Jetzt habe ich Macht. Wir wissen, dass wir mehr wert sind als Gold. Chavez war es, der uns aus einem Albtraum erweckt hat. Und jetzt sind wir wach. Liebe, Gesundheit, Hoffnung, das bleibt uns für immer. Und wir sind jetzt ein gebildetes Volk. Nie wieder lassen wir die Oligarchie zurück an die Macht. Den Sozialismus im 21. Jahrhundert werden wir von nun an alleine aufbauen. Und das ist, diese Stimmen multiplizieren sich. Es sind Begriffe wie Würde, wir haben Würde, wir haben jetzt eine Heimat. Oder was auch eine Interviewte gesagt hat, wir weinen, aber wir schreiten voran. Und heute hat mich ein Genosse, Freund und Genosse des Caracas kontaktiert und er hat die Stimmung in Caracas gezeichnet, dass die Menschen sind arrecho. Zornig. Also, und man sieht gleichzeitig die herzzerreißende Trauer in diesen Feierlichkeiten. Nämlich herzzerreißend, wenn man irgendein Gefühl hat und weiß. Also, und gleichzeitig eine Feierstimmung. Und ich glaube, es sind in den letzten Tagen Dutzende neue revolutionäre Slogans entstanden, die permanent skandiert werden, mit Tränen in den Augen und mit einem Lächeln im Gesicht und erhobenen Fäusten. Bei diesen TV-Übertragungen habe ich zwei Freundinnen entdeckt, die ich aus der Zeit kenne, als ich in Venezuela war. Das waren beides damals junge Mädchen, junge Frauen, die aus ärmsten Verhältnissen, eine Esperanza aus Los Teques, die Andrina aus Barquisimeto, also die armen Verhältnissen, wo ich eine gesehen habe, heute als Kamerafrau, und der andere die Live-Berichterstattung gemacht und von der Aufbahrung. Und ich glaube, ich würde in Ihrem Sinne sprechen, wenn ich Ihnen also das zuschreibe, was eine andere trauernde Demonstrantin gesagt hat, was in die Kamera geschreit: Ich werde Ärztin und ohne Chavez hätte ich keine Zukunft. Und was auffällig ist, bei all diesen Übertragungen, wenn man den Menschen zuhört, und zuhören würde einigen Menschen anstehen, insbesondere die diese Schmutzfinken, die in den letzten Tagen hier geschrieben haben, in den letzten Jahren, das ist ja nichts Neues. Aber viele Frauen sprechen hier als Frauen, also als Revolutionäre, aber sie betonen, wie sehr dieser Aufbruch, diese Revolution, weil sie für ihr persönliches Leben bedeutet hat. Und es ist tatsächlich auch so, dass nicht nur es so ist, dass wie in jeder Revolution die Unterdrückten, nach vorne gehen, sondern es ist auch so, dass
die venezolanische Revolution das auch in Gesetze gefasst hat. Es ist zum Beispiel so, dass es in Venezuela wahrscheinlich das umfassendste Gesetzgebung zum Schutz von Frauen gegen 19 Arten von Gewalt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viel gibt, obwohl ich feministische Diskurse durchaus kenne. Es ist dann nicht verwunderlich, dass insbesondere Genossinnen sind, die hier kämpfen, weil sie viel gewonnen haben und viel zu verlieren haben, falls dieser Prozess revidiert werden würde. Wir müssen verstehen, dass die venezolanische Revolution eng verknüpft ist mit dem Präsident. Also ein gewaltiger Ausbruch aus sozialer Exklusion und Marginalisierung ist. Die Menschen, die heute ringen, um einen letzten Blick zu werfen auf den Präsidenten, die wurden jahrelang verspottet als Derrinudos, als Dreckige, als die Dreckigen von den Hügeln. Und Chavez war der Motor, der unbestrittene Führer und die Projektionsfläche für diesen Ausbruch aus dieser Situation und für das gewaltigste soziale Inklusionsprojekt, was wir in dieser Generation erleben. Und ich möchte das nochmal betonen, Chavez war der unbestrittene Führer dieses Prozesses. Alles andere, was anderes zu behaupten, würde heißen, die Fakten nicht anzuerkennen. Und ich selbst gehöre einer politischen Strömung an, die nicht immer einer Meinung war mit Chavez. Wir haben immer wieder gesagt, es hätte die Momente gegeben, endgültig Schluss zu machen mit dem Kapitalismus, wo er dann gezögert hat. Allerdings muss ich dazu zwei Sachen sagen. Erstens hat man, quasi, wenn man nicht seiner Meinung war, diese Kritik sehr skillful formulieren müssen. Und zwar nicht wegen ihm, weil einer, glaube ich, seiner großen persönlichen Züge war seine Zuhör- und seine Lernfähigkeit, seine Begierde, Neues zu erfahren, Ideen auseinanderzusetzen, zu lesen und zu lernen. Aber viele seiner Anhänger waren hier viel weniger tolerant, weil er eben dieser unbestrittene Führer war, der immer noch ist und immer bleiben wird. In Wirklichkeit hat Chavez, wenn man sein Pensum anschaut, wahrscheinlich 5 Leben geführt. Und er hat diese 5 Leben alle genossen, aber ohne Rücksicht auf sich selber. Ich habe das selber erleben dürfen in der Wiener Arena. Es war nicht geplant, dass er hier hinkommt. Er hat bereits geschlafen. Aber es gab Menschen in der Revolutionäre, Casa Militar, die wollten unbedingt, dass er hier spricht. Sie sind hineingegangen ins Hinten und haben ihn aufgeweckt, haben ihm die Bilder gezeigt von den Tausenden von Wiener und Wienerinnen, die auf ihn warten, worauf er hin in ein Auto gestiegen ist, dass er nicht angesprungen ist. Scheinbar ein Ersatzauto dann in die Arena gekommen. Und als ich ihn gesehen habe, er war sehr müde. Er war dunkle Haut, Augenringe gehabt.
weiß, ob das literweise Kaffee getrunken hat. Und das Erste, was ich in der Wiener Arena gemacht habe, war, ein Gefühl zu kriegen, mit wem man hier redet. Ich weiß nicht, wer dabei war. Das Erste, was er gemacht hat, indem er uns versichert hat, dass er uns alle liebt, was er sicherlich ernst gemeint hat, weil er Menschen geliebt hat. Das Erste, was er gefragt hat, ist, wie viele Arbeiter sind hier? Alle Arbeiter applaudieren. Also gesagt, alle Studenten applaudieren. Dieser Applaus war viel lauter. Er hat dann eine Rede gehalten, die insbesondere an die Jugend gerichtet war. Und diejenigen, die an den Weltjugendfestspielen waren, etwas an diese Rede auch erinnert hat. Aber es war eine wunderschöne Rede. Und wer dort war, der wird, einige da, einige Gesichter kommen mir bekannt vor. Man hat sich einfach wohlgefühlt in Wien an diesem Abend. Ne? Frei. Das war wunderschön. Und das war sowas, ja, das war mitunter das Größte, was ich in meinem Leben auch erleben habe. Ich glaube, wir tun nichts Unehrenhaftes, wenn wir uns hier auch die Frage stellen, wie die venezolanische Revolution, wie sie voranschreiten wird. Eine Sache ist klar geworden in den letzten Tagen, wenn man zuhört, Nicolas Maduro ist der Kandidat der revolutionären Bewegung. Die Menschen versammeln sich hinter Maduro. Aber es gibt auch ein sehr starkes Gefühl, und Nicolas Maduro wird es nicht einfach immer damit haben, dass man keine Konzessionen macht. Weil man muss schon sagen, es ist so, diese Tage in Caracas, die Oligarchie zittert. Gefeiert wird nur in Miami. Ein paar Dutzend Studierende, dann der Middle Class, Kids von der sonnigen Seite des Lebens, haben quasi einige Tage lang eingesperrt auf der Uni in einem Saal und haben gesagt, geht endlich zu, er ist tot. Als dann tatsächlich die Nachricht kam, dass er gestorben ist, haben die innerhalb von 3 Minuten alles zusammengepackt, ihre Transparente verbrannt. Ihre guten Leiber, also ich kenne nicht diese Konzepte der guten Revolution, gezogen, irgendwo ein rotes Leiberl geschnappt und geschaut, dass sie irgendwie nach Hause kommen. Das heißt, da, die rühren sich nicht, die spüren die Massen im Nacken, aber, und das ist ja sowieso erstaunlich, wenn ich vorher vom größten sozialen Inklusionsprojekt unserer Generation gesprochen habe, was eigentlich noch erstaunlicher ist, dass ich noch nie eine Revolution, eine moderne Revolution in den Bauernkriegen habe. Aber es gibt keine moderne Revolution, die sich so lang zieht und die so und immer wieder dieser Prozess verteidigt wird in Massendemonstrationen. Das ist ja nicht nur dieser Tage, das war im Jänner so, rund um die verzogene Einschwörung und Angelobigung, wo man ja auch einmal bei der Opposition, Verteidiger der Verfassung, sagt sich, Jänner muss angelobigt werden. Eine Verfassung, die sie immer gekämpft haben. Ja, diese Verfassungseid wurde geleistet von 100.000 in Caracas. Und es wurde hier nichts inszeniert und es wird auch jetzt nichts inszeniert. Aber man kann nicht immer erwarten, dass die Massen immer auf die Straße gehen.
Und es ist einfach so, es gibt jetzt eine oppositionelle Wortmeldung von der MUD. Dachorganisation der Opposition. Und ihr Slogan ist jetzt Versöhnung, nationale Versöhnung. Wir sagen auf keinen Fall Versöhnung. Und das wird jetzt geschrieben auf den Straßen, das wird manifestiert auf den Straßen. Es kann mit diesen Faschisten keine Versöhnung geben. Und darauf wird die Revolution schauen müssen, weil eines ist klar, diese Lücke, die hier Chavez hinterlässt, ist gewaltig. Und der Atem der Revolution ist lang, aber nie und nimmer werden sich die Herrschenden, sei es in Venezuela, sei es in Washington oder in Spanien oder in Österreich, mit dieser Revolution abfinden. Daher heißt es, Novo Loran werden nie zurückkommen. Lieber Chavez, hasta la victoria. Ich bin gebeten worden, noch ein abschließendes Statement zu halten. Wir haben noch niemanden übersehen von uns. Also, ich glaube, es sind hier noch sehr wichtige Beiträge gefallen. Was Marco gesagt hat, das ist total wichtig. Der Mensch, der dich zum politischen Bewusstsein erweckt hat, den vergisst man sein Leben lang nicht. Das kennen wir aus Kuba mit Fidel und das kennen wir, das sehen wir heute mit Chavez. Ich möchte aber auch warnende Worte hier sagen. Es ist selten eine Revolution am mangelnden Bewusstsein der Menschen gescheitert, sondern meistens an der Führung. Wir haben hier eine Vertreterin der kubanischen Revolution und wir müssen irgendwie klar sagen, dass die einzige Grundlage, dass Kuba dieses soziale Werk hat aufbauen können, die vollständige Enteignung der Kapitalisten war. Nämlich schon Anfang 1961, 1962. Es war klar, es waren andere geopolitische Bedingungen, aber nur auf der Grundlage der Enteignung der Oligarchie war es möglich, das Werk der kubanischen Revolution nachhaltig und über alle Windfälle der Geschichte hindurch aufrechtzuerhalten. Denn man muss verstehen, die Genossin von der kubanischen Botschaft hat das geschildert. Ja, Chavez war auch bei Kuba, als Kuba geweint hat. Kuba hat sehr stark geweint in den 1990er Jahren. Und es gibt kein Land auf der Welt, was innerhalb so kurzer Zeit einen solchen Fall vom Bruttoinlandsprodukt und vom gesellschaftlichen Wohlstand gehabt hat, wie Kuba. Und es zeigt die Verbundenheit des kubanischen Volkes mit der Revolution, dass man sowas überlebt hat. Kein anderes soziales, politisches System hätte sowas überleben können. Aber die Grundlage dafür, dass man überlebt hat und dass es wieder mit Chavez gemeinsam einen Aufschwung gegeben hat, war die Enteignung vom Kapital. Und wir müssen ganz klar sagen, ich habe es einleitend schon gesagt, aber ich möchte es in Erinnerung rufen, die Konterrevolution ist nicht fertig in Venezuela, sie hat sich nur versteckt aus Angst vor den Massen.
und sie wird wieder ihr Haupt erheben und sie hat die unterschiedlichsten Strategien gehabt und wir müssen auch mit Klarheit und Bewusstheit sagen, dass eine der Strategien immer war, die bolivarische Bewegung zu spalten. Und das Ganze hat es schon gegeben, noch unter der Präsidentschaft von Chavez. Es sind mindestens 5 Gouverneure von Regionen gewählt worden auf einem revolutionären Ticket und haben im Laufe ihrer Amtshebung die Seiten gewechselt, sind zur Opposition übergelaufen. Und es wird auf jeden Fall so sein, dass in Abwesenheit von Chavez das eine der wichtigsten Strategien der Konterrevolution sein wird, unter dem Deckmantel der nationalen Versöhnung die revolutionäre Bewegung zu spalten. Und das einzige Instrument, was es dagegen gibt, zum heutigen Tag, ist die revolutionäre Massenmobilisierung, wie wir sie dieser Tage erleben. Aber es gibt hier auch eine Aufgabe für uns, Internationalisten. Ich bin sehr dankbar um die Wortmeldung dieses mir unbekannten Herrn. Die Rolle der Medien muss man verstehen, dass die Medien in Venezuela und in Zusammenarbeit international war immer der Kontext, der Organisator, das Sprachrohr und die Struktur aller dieser kontrrevolutionären Aktivitäten, weil sie unfähig irgendwie sind, sich irgendwie politisch zu organisieren. Ich selbst habe die letzten 3 Tage versucht, meine Trauer produktiv zu nützen und zu schreiben und diesen Leuten am Arsch zu gehen. Es sind nicht nur die Alexandra Förder-Schmidt, habe ich einen Kommentar geschrieben, ich habe noch keine Reaktion darauf bekommen. Man kann es auch lesen auf der Funke-Homepage. Und ich bitte euch, das zu lesen und ich bitte euch, das zu verbreiten und vielleicht eine Möglichkeit zu finden, diese Entgegnung reinzubringen. Wer das gelesen hat, das ist einfach eine absolute Schweinerei, was hier behauptet wird. Sie sagt, dass in Venezuela sogar ausländische Journalisten verfolgt würden. Und sie führt an, dass sie als Beweis dafür führt sie an, dass sie 3 Stunden auf einen Interviewtermin hat warten müssen. Sie behauptet, dass Venezuela voll von politischer Gefangener wäre. Ich habe zurückgeschrieben, es gibt viel zu wenig politische Gefangene. Und die, was Gefangene sind, ja, die nennt man bei uns gemeinhin Terroristen. Es sind nämlich nur Leute, nicht einmal im Kampf, nicht einmal im Knast, sondern im Hausarrest, die involviert waren in Mordkomplotte, in Putschkomplotte. Und ich weiß gar nicht, wie viele das sind. 3, 4, es sollten 100 in Wirklichkeit sein. Und das ist einfach eine Schweinerei, dass man Terroristen, das legitime Recht einer Regierung, Terroristen festzusetzen, als Argument hernimmt, dass es hier um eine Diktatur handelt. Man kann Chavez kritisieren, man soll ihn kritisieren, aber man soll die Wahrheit sagen. Sie sollen sagen, was sie verteidigen. Dass sie die herrschende Klasse und Verhältnisse verteidigen. Und weil das zu unpopulär ist, kommen sie mit solchen Lügengeschichten daher. Und das ist eine absolute Schweinerei. Und wir sollten alles daran tun, auch diese internationale Front, das ist unsere Aufgabe zu begreifen, diesem Medienterror zu begegnen.